So, alles ready. Einen schönen guten Tag und guten Morgen zusammen an alle. Freuen uns sehr, dass wir heute vortragen dürfen hier. Herzliche Grüße nach Berlin und ganz herzlichen Dank für die tolle Organisation dieses Events. Das schicke ich vorweg. Wir, die vier sehen Sie hier jetzt schon, freuen uns sehr, uns heute mit Ihnen zusammen, euch allen mit zum Lernen in Erwartung des 22. Jahrhunderts auseinanderzusetzen. Und dabei beziehen wir uns zwar auch auf die sogenannten Future Skills und den Diskurs dazu. Wir möchten aber vor allem stark machen, dass es, und das haben wir gerade schon in der netten Einführung gehört, ganz herzlichen Dank dafür, dass es notwendig ist, Zukunft im Blick zu behalten und Entscheidungen deshalb auch zukunftsorientiert zu treffen. Gerne die nächste Folie. Die Zeitleiste zeigt hier 2024 bis 2100. Die zwei blauen Zeitleisten sollen zwei Personen repräsentieren. Die Kreise sind das Alter zum jeweiligen Zeitpunkt. Und wir gehen davon aus, dass derzeit 83 zum Beispiel die aktuelle Lebenserwartung für Frauen ist. Könnten wir unsere Zwischen Zeit auch 19 und umfahren? 24 absolvieren aktuell die meisten ihr erstes Studium. Was haben wir dazu also für Beobachten einzubeziehen? Die heute geborenen Kinder erreichen das 22. Jahrhundert und deren Kinder wirken dann in ihm. Das heißt, wir müssen lange Aus- und Bildungsstudien bedenken. Auf welchem Zeithorizont zum Beispiel blickt ein Educator, eine Lehrerin, welche heute ihr Studium beginnt? Das Bildungssystem und insbesondere auch die großen Bildungseinrichtungen sind, wie wir wissen, bisweilen träge Systeme und notwendige Veränderungsprozesse brauchen viel Zeit, Aufwand, Administration und daher auch viel Vorlauf. Gerne die nächste Folie. Konkret bedeutet dies mit diesen zeitlichen Bezugspunkten, dass wir uns heute nicht nur für das Lernen im und für das Heute interessieren sollten, auch wenn das wichtig ist, sondern uns bereits jetzt Gedanken über zum Beispiel die Kompetenzen der näheren und ferneren Zukunft machen sollten, um die notwendigen Weichen zu stellen. Bei allen Erwägungen muss der zeitliche Bezugspunkt berücksichtigt werden. Zusammen mit weiteren, die wir Dingen, die wir später erläutern werden, ist er zentral für die Gestaltung und Steuerung von Bildungsprozessen und damit auch Forschungsprozessen sowie der Bewertung und Ableitung konkreter Maßnahmen. Wir sollten uns der Gründe für unsere Perspektive bewusst sein. Ist es politisch gewünscht, in ferne Zukunft zu blicken, ob kurzfristige Maßnahmen eventuell populärer sind? Und welche Perspektiven habe ich selbst auf mögliche Zukünfte? Plural. Gern die nächste Folie. Zukünfte, Zukunftsforschung und wir nennen das Foresight in unserem Team am Professorat. Im Folgenden soll kurz diese Thematik eingeführt werden. Diese werden zunehmend wichtig, um strategische Entscheidungen zu treffen und die Zukunft und die Zukünfte mitzugestalten. Wie herausfordernd das ist, die Zukunft zu prognostizieren, das wissen wir. Und wir blicken deshalb auch auf den Plural, die Zukünfte. Und beides ist im Kern auch probabilistisch. Man kann versuchen, auch Unsicherheiten zu reduzieren, zum Beispiel durch gute Methoden. Garantien gibt es dann aber keine. Und die Zukünfteperspektive ermöglicht es, verschiedene Optionen zu durchdenken, Visionen zu entwickeln. Und es wird nicht angenommen, dass die Zukunft bereits klar ist, sondern dass wir diese auch gestalten können und ich denke auch müssen. Wir brauchen die Kompetenzen mit Zukünften und zum Beispiel auch Prognosen um uns selbst Zukunftsforschung zu betreiben. Das heißt auch die Kompetenzen, um mit der Zukunft, heutiger Perspektive, so denken wir, unbestimmt und unsicher ist. Ein Beispiel. Der Tech Trends Report des Future Today Institutes in New York ist dafür ein sehr gutes und beeindruckendes Beispiel für Zukunftsforschung. Denn Amy Webb mit ihrem Team sagt zum Beispiel, dass Zukunft und das, was passiert, tatsächlich auch voraus gesehen werden kann, wenn wir die richtigen Daten verwenden, bestimmte Dinge tun. Sie kommen zum Beispiel mit ihrem Team zu dem Schluss, dass wir uns in einem sogenannten Tech-Supercycle befinden, welcher über die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu fundamentalen Veränderungen in allen Bereichen führen wird. Der sieht so aus: das Ecosystem of Interconnectedness, Biotechnology und Artificial Intelligence ist der Tech-Supercycle, den sie benennt. Gerne mal angucken, hochspannend.
Dieser Befund, insofern man ihn akzeptiert, hat genauso fundamentale Auswirkungen auf die Bildung und die Bildungsentscheidungen, die wir treffen. Auch dazu macht sie Aussagen. Und jetzt übergebe ich. Vielen Dank. Ich mache weiter. Wir haben uns drei Fragen gestellt, um uns dem Lernen im 22. Jahrhundert anzunähern. Die erste Frage lautet: Welche großen globalen Veränderungen und Erkenntnisgewinne sind aus heutiger Sicht erwartbar und vorstellbar? Und welche Bildungsziele sowie Entscheidungen leiten sich ausgehend von welchen Diskursen und Wertvorstellungen daraus ab? Globale Veränderungen und Erkenntnisgewinne, Diskurse und Wertvorstellungen sowie Bildungsziele und damit zusammenhängende Entscheidungen beeinflussen einander wechselseitig. Sie müssen aber immer in dem jeweiligen Kontext, also dem aktuellen zeitlichen und räumlichen Bezugspunkt, gedacht werden. Es lässt sich hier der Betrachtungszeitpunkt, also der Punkt, von dem wir ausgehen, unterscheiden und der Zielzeitraum, in dem die Bildungsentscheidungen wirken sollen. Analog dazu gilt beim räumlichen Bezugspunkt, wo verorten wir die Diskurse und Wertvorstellungen aktuell, aber auch, wo wirken die Bildungsentscheidungen auf welche Weise in der Zukunft. Wer sich die Abhängigkeiten von Veränderungen, Diskursen und Zielen mit Blick auf bestimmte Zielgruppen ansieht, wird andere Aspekte betrachten und Entscheidungen ableiten als bei anderen Zielgruppen. Deshalb ist zentral, auf wessen Wohl wird das Handeln ausgerichtet. Den zeitlichen und räumlichen Bezugspunkt auf heute und Westeuropa festgelegt, wollen wir uns drei Beispiele angucken. Der Klimawandel als globale Veränderung ist Gegenstand und prägt aktuell den Wellbeing-Diskurs mit Blick auf planetares, aber auch individuelles Wellbeing. Abhängig davon, welche Position AkteurInnen einnehmen, werden entsprechende Bildungsentscheidungen abgeleitet, beispielsweise für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Auseinandersetzung mit Wellbeing auf allen Dimensionen. Als zweites Beispiel: Die Veränderungen und Erkenntnisgewinne durch Technologisierung machen deutlich, dass sich das Mensch-Maschine-Verhältnis ändern wird. Innerhalb eines Arbeitsdiskurses könnte hierbei die identitätsstiftende produktive Arbeit im Gegensatz zu einer Identitätsstiftung jenseits der Produktivitätslogik diskutiert werden und mit Blick auf Bildungsentscheidungen dazu führen, dass Arbeitsprofile der Zukunft erdacht und entsprechend eine generalistische oder aber eine professionsspezifische Bildung angestrebt wird. Als drittes Beispiel lässt sich die Änderung der globalen Weltordnung betrachten. Innerhalb des Demokratiediskurses wird die Demokratie in der Krise beobachtet, woraufhin als Bildungsentscheidung die politische Bildung und spezifisch die Demokratiebildung priorisiert werden. Der Blick auf Zukünfte hängt immer vom eigenen Ausgangspunkt ab. Mit zunehmender Nähe an den Zielpunkt erhöht sich auch die Sicherheit der Voraussagen. Wir können heute nur mit Sicherheit auf die nächsten 5 Jahre blicken, aber nur mit großer Unsicherheit auf die nächsten 30. Teilweise sind bestimmte Tendenzen bereits heute erkennbar, die aber noch nicht relevant oder wirksam sind. Foresight ist an dieser Stelle bedeutend, um entsprechende Veränderungen und Diskurse zu antizipieren und Entscheidungen zu treffen. Dabei spielt der Zeithorizont mit Blick auf die Unsicherheit, die Voraussagen, eine zentrale Rolle. Nur wer im Hier und Heute Veränderungen und Diskurse der Zukunft ansieht, kann notwendige Weichen zum Erreichen der Bildungsziele der tatsächlichen Zukunft stellen. Es geht weiter. Skills, 21st Century Skills. Ich glaube, jetzt ist mein Mikro gerade angegangen. Das ist die zweite Frage. Welche der heutig diskutierten Future- oder 21st Century Skills werden denn ihre Relevanz behalten? Und welche neuen Kompetenzen werden Relevanz gewinnen? Das sind ganz zentrale Fragen, auch für diesen Future-Skills-Diskurs, in dem ja dieser Track auch stattfindet. Wir sind uns vollkommen bewusst, dass wir hier in einem großen Feld sind, auch in einem Forschungsfeld, in dem schon ganz viel gearbeitet worden ist. Es gibt diesen Diskurs über Kompetenzen, die für die Zukunft oder die Zukunft relevant sind. Begriffe habe ich genannt, 21st Century Skills, ganz spannend, 22nd Century Skills vielleicht, Future Skills, Key Competencies und so weiter. Da gibt es eine ganze Reihe von Modellen, einige sehen Sie hier, die muss ich gar nicht im Kontext benennen. Wir wollen nur sehr klar machen, dass wir uns hier einreihen und auch gar nicht den Anspruch haben, ein neues Modell zu schaffen. Wir wollen die zeitliche Perspektive dieser Modelle nochmal betonen. Spannend ist aber, dass wenn man sich diese Modelle vergleichend anschaut, man feststellt, dass man sich auf ganz verschiedenen Ebenen bewegt. Wir haben zum einen ein Ebenenspiel zwischen übergreifenden Kompetenzen oder Fähigkeiten, sowas wie Kreativität, wo man natürlich sagen würde, okay, das wird auch im 22. Jahrhundert und im 23. und im 24. wahrscheinlich eine Rolle spielen. Und dann haben wir aber auch ganz konkrete Sachen, zum Beispiel sowas wie IT-Architektur.
Und etwas wie IT-Architektur ist natürlich auch irgendwie zeitgebunden, weil es irgendwie auch daran hängt, was denn heute unsere Vorstellung von IT-Architektur ist und wie die vielleicht auch später aussieht. Diese Dimensionen sollte man im Blick behalten, wenn wir jetzt auf zwei Diskurse gucken, die wir hier sehen. Wir sprechen hier als Universität, das ist auch ganz wichtig, denn es gibt zwei konkurrierende Modelle. Zumindest stellen wir sie jetzt mal konkurrierend dar. Es gibt ein klassisches Bildungsverständnis in dem Sinne, dass man Menschen bildet, sich in einer Welt bewegen zu können, die Kompetenzen, die Fähigkeiten zu haben, in dieser Welt agieren zu können. Und dann gibt es den Wunsch nach ganz konkreten Kompetenzen, die heute, morgen, übermorgen wichtig sind. Programmieren, KI, was auch immer das ist. Und das sehen Sie rechts unten auch in dieser Matrix nochmal, seht ihr in dieser Matrix auch nochmal, die gar nicht der Versuch ist, ein neues Modell zu etablieren, sondern einfach nur diese zwei Dimensionen einmal versucht aufzumachen. Kommunikation ist dauerhaft wichtig und ist übergreifend. ChatGPT-Prompting ist sehr viel konkreter und vielleicht auch nur etwas, was in unserer aktuellen, zu unserem aktuellen Zeitpunkt wirklich relevant ist und was sich verändern wird über die Zeit. Wichtig ist es jetzt, dass wir hier uns positionieren und auch als Bildungseinrichtung wissen, wo unsere Stärke ist. Als Universität haben wir andere Stärken als ein privater Bildungsanbieter in einem anderen Bereich und das ist auch in Ordnung so. Und was wir uns jetzt klar machen müssen, ist, wenn wir in die ferne Zukunft gucken, ist, dass vielleicht bestimmte alte Kompetenzen, sowas wie Medienkompetenz, wie in so einem Trendzyklus auch wieder an Bedeutung gewinnen kann, aber dass es eben zu Schwerpunktverschiebungen kommt. Also Mediendidaktik oder Medienkompetenzen, früher wie framed eine Zeitung etwas, heute wie funktioniert algorithmische Manipulation. Und dieses Set verändert sich. Und dann, das ist die letzte Frage, müssen wir uns auch fragen, gibt es vielleicht heute konkrete Kompetenzfelder, die heute noch total unsinnig erscheinen, wenn wir in diese ferne Zukunft schauen und wie könnten die aussehen? Die wollen wir jetzt gar nicht anteasern, das ist für Sie eine Nachdenkübung, wo Sie da vielleicht auch erstmal einen Impuls haben, dass es vielleicht irgendetwas gibt, was man vielleicht in 50 und 100 Jahren können müsste, was aber aus heutiger Perspektive noch sehr wirr vielleicht erstmal klingt. Und dann kommen wir wieder zurück und damit schließe ich diesen Teil zu dieser Frage, aus welcher Perspektive sprechen wir und für wen sprechen wir? Wessen Interessen verfolgen wir hier eigentlich? Also ein Unternehmen gerade hat natürlich ein Interesse daran, zum einen Probleme des Heute zu lösen, aber gleichzeitig MitarbeiterInnen vielleicht auch zu haben, die eben in 20 oder 30 Jahren die notwendigen Kompetenzen haben. Wann bauen wir diese auf? Wann denken wir drüber nach? Welche Rolle haben wir als BildungsanbieterInnen in dem Kontext? Und damit gebe ich weiter an Katrin, die sich mit der Lernkultur auseinandersetzt. Das waren, glaube ich, die schlimmsten 15 Minuten meines Lebens, hier zu stehen und zu schweigen. Ich schweige lieber woanders. Jetzt darf ich reden. Wir haben noch eine dritte Frage, mit der wir uns beschäftigt haben, die auch ähnlich lang ist wie die vorherigen, was zeigt, dass wir bei der Beschäftigung und auch schon vorher festgestellt haben, dass dieses Thema einfach sehr viele Faktoren beinhaltet, die man eigentlich in eigenen Vorträgen oder Abhandlungen sich genauer anschauen müsste. Deswegen ist diese Frage so lang. Wir haben uns auch beschäftigt mit der Frage, wie müssen Lernkulturen und agile Bildungssysteme für alle Menschen und entlang der gesamten Bildungsbiografie gestaltet werden, damit wir uns heute zuversichtlich auf die Welt von morgen vorbereiten können. Wie Sie vielleicht sehen können, gibt die Frage schon ein bisschen einen Hint darauf, was unsere Antwort darauf sein wird. Wir haben nämlich in den vorherigen Beiträgen schon gesehen, dass sich die Welt und die Kompetenzen, die für heute, für morgen, für übermorgen nötig sind, eigentlich ständig ändern. Wir sind uns auch heute nicht einig, je nachdem, mit wem wir reden. Das heißt, sowohl die Welt als auch diese Kompetenzen verändern sich dynamisch und es wird auf jeden Fall darauf ankommen, dass wir uns sowohl auf individueller als auch auf systemischer Ebene darauf einstellen müssen, flexibler und agiler zu werden. Das bedeutet für die einzelnen LernerInnen, dass auf jeden Fall das lebenslange Lernen an Relevanz gewinnen wird, das individualisiertere Lernen an Relevanz gewinnen wird und entsprechend auch die Kompetenzen dafür aufgebaut werden müssen, dass dies auch möglich ist und dass das Lernen nicht nach der Schule endet oder auch nicht nach der Universität endet. Die ganze Lernkultur muss sich stetig an die sich verändernde Welt anpassen und auch die Menschen, die dort arbeiten, müssen sich dessen bewusst sein, dass etwas im Gange ist und wir eigentlich auf der Autobahn unterwegs sind. Hilfreich kann dabei sein, und das wurde, glaube ich, sehr deutlich, dass wir uns mit möglichen Zukünften auseinandersetzen, um überhaupt zu schauen, was haben wir denn für Optionen und wonach richten wir unsere Entscheidungen denn aus? Wo wollen wir hin oder eben auch, wo wollen wir vielleicht auf gar keinen Fall hin? Das heißt, diese wissenschaftliche Auseinandersetzung mit möglichen Zukünften ist eine wichtige Säule bei diesen Überlegungen. Für das Bildungssystem bedeutet das, dass es so schnell, agil und veränderungsfähig wie möglich sein sollte.
und auch dafür Zukünfte absehen muss. Ich glaube, gerade wir, du hattest es gerade gesagt, aus der Perspektive Hochschulverwaltung sehen, glaube ich, jeden Tag, dass das System leider, ich sage es jetzt einfach mal, träger ist, als wir gerne wollen. Das heißt, viel von dem, was wir vielleicht wollen, ist gar nicht in den nächsten 5, 10 Jahren überhaupt durchführbar. Das heißt, irgendwas muss in den Systemen passieren, damit sie auch schneller reagieren können an der Stelle. Genauso sollte das Bildungssystem diese Zukünfte im Blick behalten und sich dabei aber auch der eigenen Werte bewusst sein. Das hattest du auch schon gesagt, eine Hochschule beispielsweise, eine öffentliche, hat vielleicht andere Ziele oder andere Werte als private BildungsanbieterInnen, aber vielleicht auch nochmal andere Vorstellungen als die LernerInnen, die in ihr arbeiten und lernen. Das heißt, da muss auch eine Verhandlung stattfinden. Wir haben ja nochmal versucht, die Rahmenbedingungen und Faktoren zusammenzufassen, die unserer Meinung nach für diesen ganzen Diskurs relevant sind. Sehr wichtig an der Stelle war mit Sicherheit der zeitliche und räumliche Bezugspunkt. Ich glaube, das hat Frau Rothkanz auch sehr deutlich dargestellt. Wir müssen uns fragen, für wann wollen wir lernen und von welchem Zeitpunkt aus betrachten wir das überhaupt? Und macht es überhaupt Sinn, so weit in die Zukunft zu schauen? Oder geht es nicht vielleicht auch darum, die Menschen darauf vorzubereiten, was in 5 Jahren ist beispielsweise? Das heißt, hier müssen auf jeden Fall Verhandlungen stattfinden. Und wir müssen uns auch anschauen, was eigentlich überhaupt Thema ist gerade. Also was sind die Diskurse, die präsent sind? Was sind die wahrgenommenen Prioritäten? Sei es jetzt bei politischen EntscheidungsträgerInnen, sei es bei den Zielgruppen, bei den LernerInnen, die wir ansprechen wollen. Also beispielsweise ChatGPT ist ja durch die Decke gegangen. Künstliche Intelligenz ist auf einmal für alle ein Thema. Da ist die Frage, für wie lange? Gibt es vielleicht Themen, die wir jetzt gar nicht im Blick haben, weil das alles überlagert? Also wir müssen uns dessen im Klaren sein, dass es natürlich auch gewisse Hypes gibt an manchen Stellen. Wir müssen uns die Bedürfnisse der LernerInnen anschauen, die Bedürfnisse der BildnerInnen und natürlich auch die Frage danach, wofür bilden wir überhaupt aus? Also was ist das Ziel, was sind die Bildungsziele? Also lernen die LernerInnen, um in der Wirtschaft erfolgreich zu sein? Lernen sie, um sich selbst weiterzubilden und bessere Menschen zu werden? Das sind alles Fragen, die berücksichtigt werden müssen. Und natürlich auch, wir haben die Trägheit angesprochen, die Zeiträume, die für Evaluation, für Entscheidung, für Verhandlung, für Umsetzung draufgehen. Das sind natürlich auch Aspekte, die wir berücksichtigen müssen, wann es darum geht, zu überlegen, welchen Zeitraum wir uns anschauen und wann wir vor allem anfangen müssen, uns mit bestimmten Dingen auseinanderzusetzen, die uns jetzt vielleicht noch sehr weit entfernt scheinen. Am Ende, damit wir uns vielleicht nochmal auf das fokussieren können und die Fäden zusammenführen können, was wir gerade versucht haben darzustellen, haben wir versucht, ein paar Thesen zu formulieren zum Thema Lernen für das und im 22. Jahrhundert. Das sind am Ende 7 Thesen geworden, aber auch eigentlich nur, weil die Folie dann zu Ende war. Die Diskussionen waren ein bisschen ausladender. Vielleicht haben Sie auch noch Ideen gleich. Wir haben festgestellt, dass es sehr wichtig ist, sich wissenschaftsbasiert mit Zukünften auseinanderzusetzen, wenn wir über Lehren und Lernen nachdenken. Und wir müssen die Kompetenzen dafür haben, weil wir müssen lernen, wie das überhaupt geht. Also wie gucke ich in die Glaskugel? Wie werden meine Prognosen so, dass sie auch verlässlich sind an der Stelle? Wir müssen partizipativ agieren, also mit möglichst vielen AkteurInnen versuchen, Zukünfte und Entscheidungen auszuhandeln. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir gleichzeitig darüber nachdenken müssen, was wollen wir für das heute lernen und was wollen wir für das noch unbestimmte Morgen lernen. Und da sind wir immer in einem gewissen Spannungsfeld, wo auch sehr harte Entscheidungen gefällt werden müssen. Gleichzeitig müssen wir uns der gerade genannten Rahmenbedingungen und Faktoren bewusst sein und diese Unsicherheit der Zukunftsbetrachtung auch mit einbeziehen, weil wir können Ihnen natürlich jetzt erzählen, was wir glauben, was in 100 Jahren passieren wird, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir eine verlässliche Quelle sind oder dass es nicht andere gibt, die vielleicht andere Tendenzen absehen. Wichtig ist, dass wir heute darüber nachdenken, was morgen, übermorgen im 22. Jahrhundert und darüber hinaus sein könnte, denn diese Entscheidungsprozesse, diese Umsetzungsprozesse brauchen Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, uns Gedanken zu machen. Das ist vielleicht mit der wichtigste Punkt. Und es wird darum gehen, übergreifende, dauerhafte Kompetenzen und konkrete, bereits absehbare Kompetenzen zu verhandeln und so ein Konstrukt zu bauen, um die LernerInnen eben zu befähigen, souverän in der Welt zu agieren. Die letzte These bezieht sich auf das Lernen im 22. Jahrhundert und das ist natürlich etwas vage, weil es ist weit hin, aber wir haben uns jetzt schon Gedanken darüber gemacht.
Wir sind uns relativ sicher, dass das Lernen individueller, flexibler, situationsbedingter, offener und dauerhafter werden wird. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir in der besagten schnellen, komplexen Welt mit den sich verändernden Rahmenbedingungen, mit den verändernden Kompetenzen leben und wir mit sehr widersprüchlichen Bedingungen, unterschiedlichen Meinungen umgehen müssen. Ja. Das ist eher ein erster Einblick. Wir sind so eine Minute über der Zeit, aber wir haben jetzt zum Glück noch ein bisschen Diskussionszeitraum. Ich hoffe, wir konnten Ihnen zeigen, dass die Zukunft, über die wir sprechen, gar nicht so weit weg ist, aber sie doch so weit weg ist, dass es schwer ist, über sie zu sprechen. Und das ist in sich eine große Herausforderung, die wir hoffen, adressiert zu haben. Und das ist, glaube ich, unser Anlass gewesen. Und dann freuen wir uns jetzt auf Fragen und noch ein bisschen Diskussion, jetzt und dann hoffentlich auch im Nachgang.